Pieps, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Redcon. Und heute ist unser Ziel, das unterirdische Labor ist unser Ziel heute. Und da es ja bisher immer so gut funktioniert hat, würde ich einfach sagen, bleiben wir mal bei den ganzen, was wir bisher haben. Und ein Krux-Forschungskorps. Ich bitte Sie, bevor Sie das nächste Mal mit etwas wirklich Gefährlichem unter diesem Fels hervorkriechen. Viel erhalten, mein Imperator. Wollte ich gerade sagen, dieses Kinetik-Schild sieht natürlich mega geil aus, weil es hier wirklich so den Eingang hier blockiert. Es ist irgendwie voll nice. Ich habe jetzt nicht drauf geachtet, es war unterirdisch, ne? Da hätte ich eigentlich auch meinen Börse mal weglassen können. Hab ich aber nicht. Ja, die Börse behalte ich. For unknown reasons. Wir haben das Abwehrding da. Ich glaube, ich könnte auf einen Atomreaktor schießen. Machen wir das mal. Wenn wir es können. Und solange wir ja selber schon zu Plus stehen, können wir ja auch erstmal nur einen Typen beim Genick lassen. So, jetzt wird der erstmal wegschießen. Jetzt ist es weg. Wird aber gleich wieder aufgebaut sein. Jawohl. Aber wir treffen vorher. Das ist gut. Ich bin jetzt wieder aufgebaut. Jetzt fehlt bei mir gerade alles. Jetzt gucken. Hier werde ich mal ganz kurz mal Feuer halten sollen. Warte, du bist da mal raus. Du bist dahin. Und du bist dahin. Weil, achso, der schießt jetzt zum anderen Laser noch. Das ist ja kein Wunder. Warte mal. Jetzt brauche ich erstmal einen, der hier Kinetik-Schild wegschießt. Ich glaube, das macht der Mörser jetzt. Jawohl, jetzt ist das Teil schon mal fast weg. Dann müsste es eigentlich reichen, wenn ich nur. Öffnen da jetzt. Der da. Der bleibt mal da. Dann müsste es reichen, wenn es da oben eigentlich noch einer drauf ist. Du. Da bitte. Du bist dahin, du bist dahin. Jetzt reparieren die das. Warum verfehlen die eigentlich die ganze Zeit? Können die nicht mehr treffen oder was? Jetzt bist du wieder da unten mit hin. Lösche einmal. Du musst dich hochheilen. Und dann kannst du mit dem Kinetik-Schild gehen. Jetzt echt darauf abgesehen. Da fehlt hier wieder alles. Das hätte ich auch gepasst. Ich glaube, den Verlust können wir noch verkraften. So, die Rakete können wir wieder abfangen. Ich schaffe es wirklich mal, das Ding da oben kaputt zu schießen. Endlich. So. Nächstes schießen wir jetzt auf den kleinen Laser, damit der auch nicht mehr auf die Eier geht. Und danach erst kümmern wir uns um seine Orion. Da ist gut, ist gut, ist gut. Wieder runter. Dann können wir immer noch den hier abziehen. Wenn wir den noch mit nochmal brauchen mit Kriegsschilden, aber wir haben ja dafür nicht die Waffen gerade, als dass wir das machen müssen. Okay, die schießen weiter. So, jetzt können wir hier wieder mit allem schießen, was wir haben. Du schießt zuerst. Du schießen und dann müsste ich drüber noch ein Feuer halten oder runternehmen. Wir stehen auf dem Atomreaktor, das Teil haben wir jetzt auch zerlegt. Endlich mal. Das heißt, wir können uns jetzt darauf konzentrieren, dass gleich mal der Luftschiff da nicht ganz ankommt. So.
Das Ding ist weg. Dann schießen wir als nächstes auf den EMP-Blaster. Der nicht mehr nervt, wobei ich glaube, der eine kann schon mal darauf schießen, weil er einen Hit hat. Jetzt kommt der Luftschiff aus dem Berg. Realismus? Fragezeichen. Naja, ist egal. Wir werden jetzt die Alpha Fighter für Luftschiff stellen. Und das fliegt auch sehr, sehr langsam, von daher denke ich mal, sogar vielleicht. Vielleicht das Ganze noch abfangen können, bevor es uns erwischt. Also langsam aber sicher geht der Festung den Bach runter, weil jetzt haben sie nämlich bis auf das Teil da mit dem Luftschiff nichts mehr, womit sie mich mehr gefährlich werden können. Darf ich es rechtzeitig erwollen? Aber es ist abgestürzt. So. Jetzt musst du erstmal wieder das Teil hier kaputt, da sie keinen mehr haben, der die Matrix schneller aufstellt, weil er repariert. Nutzen die jetzt das letzte Mittel, was die haben. Gut, den Schuss können wir, das können wir uns leisten, dass der Schuss verballert wird. Das ist doch schade, ich dachte gerade, hier ist ein Abwehrteil weg, aber dann kommt die Matrix in dem Moment. Das war jetzt unlucky. Dass er rechtzeitig da angekommen ist. So, vielleicht aber jetzt. Atomexplosion, jawohl. Eigentlich, und das war's, genau. Das war ein sehr, sehr schöner Schuss. Der hat richtig bumsend, würde ich mal sagen. Ja? Der Atomexplosion hat einen richtig schönen Schuss mit einem richtig schönen Bums. Jetzt sehen sie, wie die Forschung einfach so zerstört. Und nur vier? Für nichts. Ad-Hoc-Raketensysteme der Cooks verändern die Verlegung unserer Kanonen und Luftschiffe durch das eroberte Gebiet. Wir müssen sie zerstören. Unteroffizier? Freisicht auf Sturmwächter Luftabwehr. Sehr viele Raketen. Koordinaten übermittelt. Spätrupp Ende. Das heißt, wir schießen jetzt auf Raketen. Also wir spielen jetzt gegen Raketen. Das heißt, ich kann das genauso lassen. Ja. Genau. Schießen einfach hier nur mit Raketen jetzt auf uns. Wobei ich mir eigentlich fragen würde, wie die Raketen hier rauskommen sollen. Sollen die so fliegen? Naja, ne? Eigentlich müssen die Raketen dasselbe hier kaputt machen. Aber gut. Auf was schießen wir denn zuerst? Ich würde sagen, wir schießen zuerst, weil er so offen steht, auf den Abwehrraum. Und dann schießen wir einfach mal die Giftraketen weg, würde ich sagen. Aber zuerst einmal der Abwehrraum. Wer ist dann hier das am schnellsten nach? Bin mal gespannt. Wurde erstmal nicht getroffen. Wir arbeiten noch das zweite Abwehrsystem, ey. So, jetzt müssen die dann natürlich mal reparieren. Immerhin habe ich die Giftrakete zerstört, das ist wichtig. Gut. Jetzt hat er da erst vor kurzem natürlich abgebrochen. Also alles, was ich schieße, trifft jetzt erstmal nicht. So. Dann gehst du schon mal da mit in die Matrix rein, wobei eigentlich brauche ich gleich in der Matrix. So, die haben hier gerade Feuer erhalten. Das sollen sie nicht mehr. Wobei ich will jetzt das Teil nämlich zerlegen. Shit, raus da, Evakuierung! Evakuierung! Nein, du bleibst in der Matrix. Aber du kannst uns helfen. Ja, weil nämlich ordentlich Schaden bekommen, das hab ich schon gedacht. So. Damit haben wir sein Abwehrsystem schon mal zerlegt und das nächste schießen wir auf die Giftraketen. Damit die nicht mehr nerven. Wobei du. Giftraketen nerven. Oh Gott, bin ich schon wieder witzig heute Morgen. Also für mich ist es zumindest noch gefühlt morgens. Manch eine böse Zunge würden behaupten, es ist mittags. Alles sind nur böse Zungen. Ja. Hater. Das sind meine Hater, die sagen würden, ich nehme mittags auf und nicht morgens. Was für mich nur morgens ist. Um 1:30. XD.
So, warte mal, die können jetzt sowieso nicht treffen, weil ich glaube, die haben sowieso nicht so schnell genug nach, dass das noch kommt. Bitte wieder dahin, du kannst dann wieder dahin gehen. Jetzt hat Abwehr haben wir gleich wieder aufgebaut. Mein Unterfangen, was ich so nicht unterstützen kann. Mensch, und reiben tue ich sogar auch noch, ey. Was ist mit mir los? Wäre ja richtig in Form heute. Hier schießen jetzt nicht so ein. Ne, doch, ich schieße einfach die ganzen normalen Raketen hier weg. Weil die haben ja ordentlich zu tun. So, du kannst ja wieder raus. Du kannst ja wieder verlieren. Du auch. Lass dir mal die Brände. Hier geht's wieder besser. Ich hoffe, das zeige ich jetzt nicht lieber. Perfekt. So, warte mal, du schießt da drauf. Jawohl, dann kannst du nämlich darauf schießen. 60% Treffer Wahrscheinlichkeit. Jetzt ist 100%. Da bekomme ich gerade noch eine Nachricht über Handy. Genau, zu dem Facebook Messenger gerade. Falls es jemand gehört hat, wenn nicht, wisst ihr jetzt Bescheid, dass ich einen bekommen habe. Ärgerlich. Ärgerlich. Der blockt jetzt gerade Schüsse. Ich stopp hier einfach mal die ganzen, ne? Einfach als Vorsichtsmaßnahme. So, jetzt stoppt er dich schon mal nicht mehr. Wir können als nächstes da oben auf die Feuerraketen schießen. Also der Achterraum ist jetzt nicht so wichtig. Ich wollte jetzt gleich hinüber. Ne, ich habe jetzt über noch Feuer halten, das wollte ich nicht. Hinüber ist das schon zu zweit auf. Das können wir gerne machen. Währenddessen ich die im Kugelhagel so. Weil du kannst jetzt da drauf schießen, das heißt, du kannst schon mal da unten mit drauf schießen. Ja, du schießt heute da drauf einfach. So, jetzt habe ich hier wieder einen frei. Wie geht's bitte dahin? So. Damit ist der Raum hinüber. Dann kannst du schon auf die Giftraketen wieder schießen, währenddessen der Rest hier wieder durch ist. Ich hab nicht mal rechtzeitig geändert, oder? Okay. Egal, Fortschritt zerstört, ist auch gut. Achso, und der Mörder schießt noch da oben drauf. Das war ja gar nicht. Okay, wenn ich hier. Muss ich mal merken, wenn ich gegen Raketen spiele, dann weiß ich, wenn ich Raketen spiele, dann brauche ich meine Abwehrmacht jetzt nicht. Egal, wir machen es auch so. Ich will mal sagen. Bald habe ich keine Geduld mehr. Sofortige Beförderung, doppelte Pension und 3 Tage Urlaub. Für den ersten Soldaten, den Strike Commander, welches dort in Megaroys Provinz besetzt, infiltriert. Burgsoldaten kriegen Urlaub? Keine dummen Fragen, Soldat. Bereite lieber die Invasion vor. Jawohl. Frage ist, ist der Mörser noch so sinnvoll? Prinzipiell würde ich sagen, ist er gar nicht mal so bad. Wir können es aber auch nicht leisten, hier was mit mehr Energie zu benutzen. Der verbraucht ja 3 Energie. Wenn ich sagen würde, die nehmen. Okay, die kosten mich natürlich noch 7 Munition mehr. Das wäre etwas, was ich hier zum Beispiel nicht verkraften könnte. Tatsächlich. Die kostet mir 15. Kostet 11. 10. 9. 14. 14. 14. 14. 15. 14. 14. Okay, ich glaube, die Raketen waren nicht. Bleib ich beim Mörser? Ich kann natürlich auch eine Folge länger strecken. Ja, da hole ich mir noch einen zweiten Mauerbrecher dabei. Ich versuche es nochmal mit einem zweiten Mauerbrecher. Also ich habe immer noch 6 Munition. Weil er mich irgendwie keine Munition gekostet hat. Warum auch immer. Halt nur die 3 Energie. Aber das ist ja kein Thema. Jetzt kann ich sogar schießen mit einem. Wow. Mit einem auf normal. So, ich muss deren Giftrakete zerschießen, das weiß ich. Und wenn ich jetzt hier sagen würde, ist noch okay bei einem. Bei 2 nicht mehr. Das heißt, wir bleiben da einfach mal bei einem. Und dann schießen wir noch auf. Deren Präzisionskanone. Alles gut.
süß. Zu wenig Schüsse. Und er lädt auch so schnell nach mit der Schüsse. Aber er schießt 9 Schüsse, während ich mit der anderen 12 Schüsse. So, das reparierte da jetzt ja gerade. Ist ja mit dem schießt er da oben eigentlich auch drauf. Dann brauchst du das nicht mehr. Was ist denn da los? Haben sie das ausgeschaltet? Okay. Wieder noch einen Raum für Geheimversion. Das ist das Ziel meiner Präzisionskanone. Wofür haben wir sie denn? So. Das ist ordentlich viel Schaden, was wir machen können. So. Giftkanone ist zerstört. Wir versuchen uns den Weg freizuschießen. Gehen wir als nächstes erstmal das strategische Ziel in Angriff nehmen. Deren Regenerationsraum. Jetzt kommt wieder die Serverzeile. Obwohl, einen haben wir auch schon weggeschossen. Unser Abwehrsystem arbeitet gut, wobei das doch ein bisschen viele Schüsse sind. Alter, hier ist ja ein richtiger Kugelhagel, immer den ich hier unterworfen werde. Kannst du mal bitte einmal hoch? Ich bitte um die Reparatur. So, wir haben seinen Raum da zerlegt. Das heißt, wir können jetzt hier tatsächlich, wie ich mir eigentlich schon fast gedacht hatte, hier einmal den Bogen durchschießen. Auf den Geheimoperationenraum. Weil es ist nämlich wichtig, dass der hier nämlich auch weggeht, weil dann nervt ihn schon mal damit nicht mehr. Da müsste ich eigentlich gleich treffen. Achso, die schießt noch da oben drauf, das ist ja völliger Humbug. Was ich da mache, da oben drauf zu schießen. So, jetzt haben sie diesen Raum wieder aufgestellt. Ich versuch's einfach mal. Versuch's einfach mal zu treffen. Wir haben getroffen, ausreichend getroffen. Das heißt, wir können jetzt nächstes Mal wieder dafür sorgen, dass die sich nicht mehr hochrangeln können. Währenddessen du schon mal die Rakete schießt. Die ich ja auch langsam mal in Angriff nehmen müsste. Also du gehst mal bitte damit hoch. Kann der sie nämlich hochteilen. Wenn dann repariert. Deine Giftrakete steht ja gleich wieder. Das ist ja allerdings kein Problem, weil deren Medizinraum jetzt vernichtet wurde, erneut. Das heißt, wir schießen als nächstes auf deren Rakete da hinten, weil die fast mit Nachladen fertig ist. So, der hat gesessen. Jetzt schießt der Präzisionskanone wieder. Das ist auch nicht gerade gut, aber wir müssen jetzt erstmal auf die Kanone schießen, auf die Rakete da hinten schießen. Warte mal. Ich will mir gerade sagen, oh ne, die ist noch nicht fertig. Ich dachte gerade, die ist ja fertig, weil er die Skill mit dem wackelt. Ist aber nicht, das ist gut. Das heißt, du kannst du schon mal wieder da hin. Weil du behinderst mir die Reparaturarbeiten für den Garnoperationenraum. Das ist, glaube ich, jetzt gerade das Wichtigste. Währenddessen ihr zwei nochmal darauf schießt und ihr euer Feuer wieder auf die Präzisionskanone lenkt. Also, was Schaden angeht, bin ich gut dabei. Also, besser dabei als die. Das müsste dann eigentlich auch drüber sein. So. Wenn wir das Teil wieder zerlegt, jetzt schießen wir wieder auf deren Rakete hier vorne. Mein Soldat ist soweit auch gut. Jawohl, da ist wieder einer draufgegangen. Dann ist gleich der Feierabend. Wobei, du kannst deine Feuer schon mal darauf benutzen. Weil das wird nämlich jetzt gleich weg sein. Du schießt die Serverzahl und du schießt bitte auch da drauf. So, das müsste jetzt eigentlich reichen. So, ist weg. Dann schießen wir dich weiter auf die großen Ziele. Wenn man für das Weg geringere Präzision, also das Diebe geringere Präzision bekommt. Dann ist jetzt gleich auf Feierabend. Dann haben wir auch dieses Ziel zerstört. So, das war's schon mal zu deren Präzision. Das heißt, als nächstes kommt wieder der Medizinraum.
arbeiten kann ich da weiter gut behindern, ne? Dass der Geheimoperation überhaupt nicht mehr repariert wird. So, das ist jetzt auch weg, das heißt, wir können jetzt hier oben gucken, dass wir gleich die Pressionskanone wieder in Grund und Boden schießen. Dafür kannst du nochmal bitte da oben drauf schießen. Du schießt da wieder drauf und du guckst mal dafür, dass die hier weniger Energie haben. Auch wenn es jetzt ehrlich gesagt nichts bringt, auf strategische Ziele zu gehen. Aber man kann ja mal trotzdem machen. Man weiß ja nie. Jetzt bringen die ja Luftschiff quasi die letzte Waffe. Allerdings wird sie mir keinen Schaden machen. Ist ja sowieso zu sehr damit beschäftigt, hier alles mit zu reparieren. Wo schießt du denn drauf? Du schießt da vorne drauf. Nein, schießt du nur auf die Waffenkammer. Kann er nicht. Nur weil das Zellenweg ist. Na gut, ah, der tritt da unten wenigstens. So, das war's. Da kommen noch die letzten Schüsse an. Der Rückschritt ist hier gleich noch rüberkommen. Boah, das ist ein schönes Feuerwerk, ey. Noch ein sinnloses Massaker. Was für eine Überraschung. Natürlich war es ein Massaker. Und es wurde auch noch ein richtig gutes. Ich habe auch eine Überraschung für dich, Adlergrim. Die ist auch richtig gut. Jawohl. Wieder fährst du mir irgendwann wie immer Hilfsreserven. Plus ein Soldat schießt sich deinen Streitkräften an. Das ist gut. Das finde ich mal ein richtig geiler Perk. Dass wir einen Soldaten haben. Was? DEFCON 1? Dieser Wahnsinnige schießt noch mehr Atomraketen ab. Kann man generell nicht auf eine solche Bedrohung ansetzen. Commander, ich übergebe dir den Befehl eines Atomraketensilos des Imperiums. Fortiger Wirkung. Aber wie kann es sein, dass die Krux so viele Atomwaffen besitzen? Jaja, wie konnte das nur passieren? Doch wir haben keine Zeit, uns mit Details aufzuhalten. Commander, ich gehe davon aus, dass du die Situation entschärfen kannst, richtig? Richtig. Und das entschärfen wir mit unseren 3 EP, die uns für Stufe 18 fehlen, am morgigen Tag. Nicht am morgigen Tag, am Donnerstag. Nicht am Donnerstag, am Dienstag. So, am nächsten Dienstag machen wir das Ganze. Und bis dahin bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Mich würde es freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Und bis dahin, kommt anders für uns raus. Haut rein und wir sehen uns beim nächsten Mal.